Und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich doch ganz, ganz besonders. Und ja, wenn dir das Video gefällt, hinterlass doch ein Däumchen nach oben. Damit hilfst du mir, damit machst du mich glücklich und du supportest den Kanal. Vielen Dank im Vorfeld schon mal dafür und ja, nichts mehr verpassen. Abo dalassen sowie Glocke aktivieren. Dann bist du immer up to date. So, meine Freunde, wir haben jetzt Folgendes. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen gefixt, nochmal ein bisschen umgebaut. Sollte jetzt auch klappen. Problem ist, wir wollen natürlich jetzt auch mal anfangen, hier in Gen Westen unser Öl zu exportieren. Ne? Dafür haben wir diese beiden Linien hier gebaut. Alles schick, alles super. Sollte alles kein Problem sein. Dafür brauchen wir noch eine Weiche. Die haben wir nämlich noch nicht gebaut. Sagte eine Weiche und nicht eine Gabelstaplerweiche. Ich lasse mal ein bisschen mehr Platz, weil die Züge doch ein bisschen lang werden. Theoretisch. So, zack. Bisschen großzügig Platz. Dann haben wir hier hinten ja die Weiche. Das ist alles okay. Auf dem Rückweg. Du fährst ja hier rein in die Kreuzung. Auch du fährst hier rein in die Kreuzung. Bekommst natürlich hier dein Signalchen. Ebenso hier. So, das haben wir auch. Der ist da fertig. Dann kriegt er hier das Grünsignal. Und bekommt hier das... Ne? Geht da nicht näher ran? Verdammt. Chain-Signal. So. Soweit so gut. Das ist die Kreuzung. Das sollte auch schon mal klappen. Alles theoretisch. Theoretisch praktisch gut. Sind ja beide gleich auf, ungefähr. Dann bauen wir hier mal ebenfalls das so ein bisschen... Ich kann es leider nicht hundertprozentig symmetrisch bauen. Es sei denn, wir machen uns mal eine Behelfsstraße. Die wir hier einfach mal lang ziehen. Dann können wir ungefähr abschätzen. Die müssen wir nicht bauen. Wie das hier ist. Das nochmal weg, bitte. Das ist nicht ganz so hundertprozentig korrekt. Das ist echt ein bisschen schwer jetzt einzuschätzen. Okay, da hat er ein Futzelchen. Wir gucken uns das mal an. Ja, hundertprozentig symmetrisches Bauen geht eh nicht. Ja, sollte ungefähr passen. Das können wir bauen. Die Straße nicht unbedingt. Die brechen wir mal ab. So, sehr schön. Also, lass mal schauen. Signalchen. Da kommen wir rein. Da kommen wir rein. Da geht's raus. So, und zack. Zack. Hier ist so dasselbe, ne? Dieselbe Richtung. Upsala. Ja, selbe Richtung. Passt soweit. So. Und so. Und so. Sollte klappen. Sieht ein bisschen ungleichmäßig aus. Aber egal. So, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Brückensignale, sag ich mal. Dingssignale. Damit die auch reibungslos durchfahren können. Und die sind natürlich da drüben, ich sag mal am Ende, der Strecke auch noch nicht angebunden. So, ein paar Blocksignale müssen sein. Wenn hier mehrere Züge fahren, und hier werden mehrere Züge fahren, so viel kann ich euch schon mal verraten, wird das ein bisschen tricky sonst. So, lassen wir mal ein bisschen großzügig Abstand. Wenn nicht, können wir immer noch verändern. Hier hätte ich vielleicht doch lieber einen Tunnel bauen sollen. Aber naja, gut. Wir passen, wir müssen ja nicht überall einen Tunnel bauen, ne? Wir passen uns so ein bisschen an. Den Gegebenheiten. So, dann haben wir hier, dann bauen wir hier auch noch ein Signal. Und dann können wir hier auch noch mal eins setzen. Das ist okay vom Abstand. Die haben wir auch angeschlossen schon. Das ist gut. Okay, du willst ja da rein.
fahren und du willst ja da rausfahren. Dann müssen wir dich mal ganz kurz ändern. Damit das passt. Ja, damit der den hier Bescheid gibt. So, sollte klappen. Dann fahren die hier mit drauf. Gut. So viel schon mal dazu. Zu dieser Mega-Strecke. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, wie kriegen wir jetzt die guten Züge da drauf. Das ist so eine Sache. Wie kriegen wir die Züge jetzt drauf? Wie machen wir das am allerschlauesten? Wir haben hier unser Depot. Wir könnten natürlich hier noch eine Strecke langlegen. Dann müsste ich aber irgendwie kuddelmuddelmäßig hier versuchen ranzukommen. Das will ich eigentlich nicht. Es sei denn, wir kommen hier raus. Aber da rauszukommen ist Wahnsinn. Ich glaube, das geht im Entferntesten hier vielleicht. Wenn wir da die Dings wegnehmen, aber das ist ja auch blöde. Ich glaube, hier werden wir nochmal ein Depot setzen müssen. Warte mal kurz. Depot Eisenbahnbauamt. Ist ja auch mal ganz interessant, das da mal zu bauen. Zugdepot. Also, wir haben dieses Megakonstrukt. Wir haben dieses... das Ding. Oder wir haben das Ding. Können wir natürlich gut hier reinbauen. Theoretisch. Allerdings könnten wir da auch natürlich noch eine Fabrik oder sowas ranbasteln. Deswegen... wo setzen wir dich mal ran? Können wir noch eventuell nochmal irgendwie durch die Rohre irgendwie nochmal weiterleiten, nochmal was ranfügen, obwohl das sind ja nur Ausgänge. Naja, eigentlich können wir hier wirklich vielleicht das so machen. Frame mal einblenden. Mal kurz, da wird's. Ja, optisch gesehen wäre natürlich so ganz cool. Probieren wir mal. So, was haben wir denn da? So, okay, wir können in die Richtung 3 mäßig gehen. Können wir da ran? Könnte noch versuchen, da ran zu gehen. Ach, ein Gebäude brennt mal wieder. Das können wir sogar so drauf machen. Das ist ja schon mal geil. Schade, dass wir es da jetzt nicht so mit ran basteln könnten. Das wäre optimal. Bahnübergang nicht erlaubt, weil... Was ist denn da? Nee, brich nochmal ab. Ich würde gerne hier mit rangehen. Direkt möglichst. Aber kriegen wir dich da irgendwie rangepuschelt? Nee, ne? Nee, wegen der... wegen den Signalen. Wenn wir die Signale nochmal wegnehmen, kriegen wir es vielleicht hin. Wäre ganz cool, wenn wir hier irgendwie direkt mit drauf könnten. Aber da den Punkt jetzt zu kriegen, ist schon ein bisschen knifflig. Jetzt müssen wir dasselbe nochmal irgendwie hinkriegen. Halt. Da will ich aber nicht so drauf. Ja, eigentlich, ne, wäre es so... Ne, das ist... Es geht nicht, das ist doof. Abbrechen. Ja, da wäre schön. So, dann kommen wir so raus. Ist aber nicht korrekt. Hmm.
Ah, wir machen. Komm, wir machen es traditionell, was soll's, mein Gott. Machen wir es traditionell. Ah, zack, bumm. Dann passt das, dann ist es auch okay. Wir machen es ganz traditionell. Kein langes Rumgefummle. Einfach hier drauf. Ah, zack. Dann können die da auch hin, dann passt das auch. Es ist alles okay. So, lass das mal bauen. So, zack. 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 Das könnte eng werden. Mal gucken, ob das klappt. Chain. So, du willst ja da rein. Du willst da lang. So. So weit, so gut. Das wäre die erste Runde. Wenn wir ein drittes haben wir auch noch. Das werden wir nutzen hierfür. Den werden wir dafür nutzen. Werden wir auch doppelt machen. So ist, dass der hier einzeln enden wird. So, und du? Ob ich da irgendwie noch mit ranquetschen können? Ne, leider nicht. Aber wir können die Kreuzung etwas verändern. Und da nicht, hör mal. Na, Quatsch. Es ist gerade so ein bisschen hin und her schwierig, den Punkt hier zu treffen. Das springt extrem hin und her. Ja, das passt gar nicht. Also es ist gerade sehr schwammig, da irgendwie drauf zu kommen. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist ja der Hammer gerade. Das ist echt furchtbar. Richtig schwubbelig, schwabbelig, schwibbelig. So, da passt er. Mein Gott, das war ja ein richtiger Abenteuer. Ey, das ist ja... Also manchmal ist es echt schwierig. So, das passt auch. Und du kannst nochmal versuchen, daran zu gehen. Bau das mal. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Also, hier ist Kreuzung. Dahin. Dann, wenn er hier durchgefahren ist. Das ist wirklich extrem hier gerade. Andererseits brauchen wir dich da auch. Du musst da auch sagen, du bist durch. Weit so gut, das ist die Geschichte, das ist die Geschichte. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch... Da kriegen wir natürlich wieder nicht hin, war ja klar. Weil... der hier dran ist. Machen wir es mal ein bisschen kürzer. Genau. Chain, so. Gott, was für ein Signalchaos. Ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das gerade denke. Oh. Was ist denn hier kaputt? Eine Mine ist kaputt gegangen. WTF? Warum ist denn das hier kaputt gegangen? Na, das ist ja auch heiß. Oh, Sigurd, wir haben wieder Stromausfälle. Wieso haben wir denn jetzt wieder Stromausfälle? Ist das so heftig gerade?
Keine Arbeiter. Okay, ja, ist klar, weil halt keine Arbeiter sind. Aber hier die Mine, das ist schon krass. Okay. Also, beziehungsweise die Pumpe. Na gut, dann gucken wir doch mal. Wenn wir eine Pumpe wieder herbekommen. Das war eine Standardpumpe, ne? Und die war, glaube ich, so angeschlossen. Glaube ich doch zumindest. Würde zumindest Sinn machen. Ja, passt. Wackelt unter der Luft. Ja, Bau, komm. Ja, pumpt das da rein, dann ist das okay. Öl. Alles gut. So, Straße nochmal. Aber das hier... Also gut, dass es nur das war. Also die, das andere Ding wäre hier schon ein bisschen... heftiger gewesen. War nicht genug die, schnell genug die Feuerwehr da. Kannst du mal sehen, guck. Kannst du mal sehen, guck. Schon, auch schon lange her, dass das passiert ist. Also hier hinten müssen wir uns nochmal um Feuerwehr kümmern. Wir haben zwar hier eine Feuerwehr, hier hinten, aber auch irgendwie nicht so ganz. Super schnell. Okay. Das ist wahrscheinlich die Wege, die er braucht. Da lang, da durch, kommt er nicht, da rum. Ja, dann muss er weit fahren. Ich glaube, wir werden hier hinten auf jeden Fall nochmal eine Feuerwehr etablieren müssen. Inklusive, Wohngebiet etc. pp, weil das wird ein bisschen weit werden. So, okay. Das haben wir. Jetzt beginnt hier noch der Anschluss. Und dann können wir die Leute losschicken. Glaube ich doch zumindest. So. Können wir dich da irgendwie mit ranzwirbeln? Ja, können wir. Können dich direkt in die Kreuzung einbauen. Kommt das dann auf beide drauf? Das gibt's doch nicht. Schon wieder was? Schule. Okay, das sollte aber kein Problem sein. Das sollte kein Problem sein. Wir haben hier eine Innerortsfeuerwehr. Da fahren sie auch schon. Das ist kein Thema. Das ist kein Problem. So. Feuer gelöscht. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Gleise legen. Gleise, Gleise. In der Heise. Und zack, bauen wir mal so. Wobei mir das nicht so ganz gefällt. Wir hätten es vielleicht hier doch anbringen sollen. Na, ja, nicht ganz. Das gefällt mir hier noch nicht so. Wenn dann doch lieber irgendwie hier vorher raus. Bahnübergang nicht erlaubt, weil... Machen wir es wieder so. So. Dann passt das besser. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das kann mal schnell gebaut werden. Und wir brauchen nochmal das Signalchen. Da geht's rein. Da geht's raus. Hier geht's auch rein. Kann hier nicht setzen. Da geht's wieder raus. So, alles klar. Während wir hier hinten... Na. So ein Signal setzen müssen. Beziehungsweise... Das Signal. Da halten und da durchfahren. So.
So. Sollte klappen. Feuer wurde gelöscht. Sehr schön. Alles klar. So, die Verbindung steht auch. So, dann habe ich hier schon mal zwei Wagen auf Ladung gehabt. Die müssen wir natürlich jetzt irgendwie mal erstmal auf das Gleis kriegen. Die will ich ja wohl eigentlich... Ach komm, wir verkaufen... Nein, nicht das Gebäude, um Gottes Willen. Wir verkaufen das einfach nochmal und holen das da vorne. Was soll's. Komm. Zack. Zack. Und dann verkaufen wir das Öl und den Sprit in den Westen und dann sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Vielleicht können wir auch noch Rohöl loswerden. Mal schauen. So, wie sieht's aus? Sind hier mal ein paar Leute mehr da? Keine Arbeiter. Was ist denn hier los mit euch? Ah, was ist denn hier? Wieso ist das jetzt so? Jahrhundertelang, ne, geht das hier gut und auf einmal geht hier gar nichts mehr. Das ist doch schon wieder eine Hühnerkacke hier. Ich liebe es nicht. So, komm, weg damit. Dann fahren wir was da lang, ist mir auch schnurze. Wie gesagt, die ganze Zeit geht alles super und dann klappt es auf einmal nicht. Weil irgendwo sich haken. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Stau. Wahrscheinlich, weil der irgendwie da drinnen stand. Ach, mein Gott, kein Wunder, dass da keine Arbeiter sind. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist in Ordnung. Also, fangen wir an. Wie viel haben wir denn da Waggons dran? 1, 2, 3, 4. Erstmal Elektrolokomotive. Was haben wir denn da? Feines. Wir brauchen Power. Wir brauchen viel Power. 6-4. Ja, bleibt nur die hier. Jetzt Güterwagen. 280. Haben wir noch was anderes? Nein. Können wir die hier nehmen? Das ist die Öldinger, ne? Bitumen. 1, 2, 3, 4. Haben wir da 5 dran? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, haben wir. Und zwei Bitumenwagen brauchen wir. Güterwagen. 1, 2, 3, 4. So, alles klar. Theoretisch. So, hier Bitumen, ne? Ne, hier ist Treibstoff, alles klar. Hier ist der Treibstoff. Und ist hier der Bitumen. Alles klar, die Bitumen fahren hier hin. Mal rausscrollen. Und fahren dann nach Rostoleva. Bitte nur Bitumen. Ups. Und das Ganze muss kopiert werden auf den hier. Feuer frei. Auf geht's in den Westen. Feuer frei. So, dann bin ich mal gespannt, ob die hier vollladen. Und ob das alles so klappt. Und da das ja noch eine höhere Strecke ist, werde ich wahrscheinlich noch mehr Züge draufsetzen. Okay, hier wird voll getankt, hier wird voll gesaugt, das ist gut. Wie sieht's aus hier hinten stromtechnisch? Ja, Arbeiter sind wieder da. Mein Gott. Dann hier auch wieder so ein Nadelöhr, ne? Aber die ganze Zeit, wie gesagt, klappt es und dann auf einmal nicht. Und ich bin gespannt, wie das jetzt da hinten funktioniert. Schon wieder. Das ist ja auch kein Problem. Das hier wird interessant werden. Wenn die losfahren. Fahren wir noch mal eine Runde mit, oder? So, in der
First Person. Genießen wir doch mal eine Runde. Leichten Hügel hoch, leichten Hügel runter. Bisschen Steigung wieder. Ja, okay, jetzt sind wir schon da. Okay, jetzt muss er warten. Weil das Ding voll ist. Da kommt er nicht rüber. So, warte mal, du bist gleich entladen. Mal sehen, was du machst. Er will wahrscheinlich auf das Gleis hier. Ist ja auch klar, er kann ja nur auf das Gleis. Upsala. Er kann nur auf das Gleis. Ja, alles klar. Verstehe ich schon, warum das nicht klappt. Ach, herrje. Zu früh gefreut, ne? Hätten wir vielleicht nochmal eine X-Weiche einsetzen müssen. Shitte. Shitte, shitte, shitte. Ja, das ist natürlich... Stehen wir natürlich hier. Wir hätten das weiter ansetzen müssen. Der kann jetzt aber trotzdem gleich rausfahren. Jetzt fährt er auch raus. Das ist okay. Jetzt müsste der andere gleich vorfahren. Jetzt kriegen wir auch was für den Westen. Ja, und er muss jetzt natürlich halten, weil er nicht rüberkommt. Ist logisch. Ja, obwohl eigentlich könnten wir die weiter nach oben ziehen. Dann könnten wir die weiter ran machen. Machen wir gleich mal. Wir ziehen die gleich ein bisschen noch weiter nach oben. Weil die passen ja da rein. Jetzt kommt der andere. Das klappt ja. Ja, wir werden das hier nehmen und ein Stückchen nach oben setzen. Können wir ruhig hier machen. Kleine Umbaumaßnahme. Okay, neuer Fahrzeugtyp. So, warte. Das. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen Chaos hier, ist klar. Der steht jetzt natürlich mitten in der Weiche, das ist natürlich auch nicht gut. Ah, verdammt, ja. Ich sehe schon das Problem, warte mal kurz. Kriegen wir dich jetzt da noch hin? Bitte, 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 bitte. Geht. Dann fahr erstmal raus, wir müssen erstmal das gerade jetzt beseitigen, das Chaos. Nur Kumpel, du darfst fahren. Warum fährst du nicht? Wieso kommt er denn jetzt gerade nicht klar? Weil er da nicht rüberkommt? Doch, dann musst du da eigentlich rüberkommen. Warte mal kurz. Muss mal... das hier wegnehmen. Eigentlich... ich das hasse, ne? Mit dem Chaos-Stop. Ja, ja, ist ja gut. Ja, komm, schieb dich doch dahin. Ja, ist ja fein, wie du das machst. Fein machst du das. Fein, ganz fein. So, okay. Fahr zurück. So, okay, du fährst jetzt erstmal dahin. So, stopp. Also, Punkt Nummer 1. Erstmal werden wir gleich das hier wegnehmen wieder. Den Stummel nehmen wir da auch weg.
Jetzt machen wir es vernünftig. Kriegen wir da das hin? In die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Und in die Richtung. So. Was passt rein? Sehr gut. Gut. Der wartet. Der hat nämlich ein Problem. Okay. Wenn du da reinfährst, hast du nämlich das Problem, dass du in der Kreuzung stehst. Jetzt kann er fahren. Okay, das klappt. So weit, so gut, aber das gefällt mir nicht so ganz hier. Das ist nur ein bisschen tricky. Schon wieder bei 30 Minuten. Ich werde wahnsinnig. Wo ist ein anderer Zug? Steht schon hier. Okay, alles klar. Wird schon voll getankt. Okay, dann können wir jetzt die anderen Züge auch losschicken. Elektro. 1, 2. Güterwagen. Öl? Nein. Fuel nehmen wir jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, alles klar. Fuel ist hier. Passt. Neuer Haltepunkt. Zack. Ja, das hier ist noch ein bisschen tricky. Aber damit kriegen wir jetzt auch was weg. Okay, hau raus. Hier an den Start. No. Ja, zack. Klappt. Tank mal voll. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier produzieren. An der Ecke. Der kommt zurück. Der fährt los. Ja, er muss warten, weil er auf das Gleis muss. Hier ist aber auch ein Gewusel, ne, Freunde? Hier ist ein Gewusel ohne Ende mittlerweile. Was hast du denn eigentlich? Kohleerz. Okay, der nutzt jetzt das Gleis. Obwohl der eigentlich von der Seite kommen sollte, aber warum der jetzt hier lang durchbrettert, stehe ich jetzt auch nicht so ganz. Jetzt fährt er zurück, jetzt fährt er... Wieso fährt denn der hier lang? Wieso nutzt denn der das Gleis jetzt? Hä? Er fährt hier durch. Warum? Das ist ja auch mehr als merkwürdig gerade. Okay, da zurückfahren, ja, ist okay. Aber hinfahren muss er eigentlich auf der Seite. Sigurd. Da habe ich was vergessen. Ihm gehört noch ein Chain-Signal hin. Hatte ich glatt vergessen. So, jetzt gucken wir uns mal an hier. Wo ist er denn? Da kommt er. Das ist... Ja, da fährt er lang. Das ist okay. Fährt geradeaus. Jetzt passt es wieder. Oh, hier wartet schon der nächste. Also hier ist ein Nadelöhr. Ne, soweit sehen wir das ja auch. Hier ist definitiv ein Nadelöhr. Wir stehen hier schon in Schlange. Okay, der ist leer. Der fährt jetzt zurück. Dann kommt der nächste und die stehen hier echt schon in Schlange. Okay, also müssen wir vielleicht mal überlegen, ob wir nicht doch auf 4 Tracks umbauen. Oder dass sie zumindest den Track hier auch noch mit nutzen können. Aber darum kümmern wir uns später. Auf jeden Fall rollt der Rubel und das ist wichtig, ne? Geldmäßig läuft es jetzt, das ist schön. Und hier ist wirklich Druck drauf. Ja, wir sollten echt überlegen, weil der hier kommt relativ...
Wenn wir eventuell noch die Möglichkeit hätten, damit rüber zu gehen, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber dann kommt er da nicht wieder rüber, ne? Warte mal, was haben wir denn da für ein Signal? Ja, dann kommt er da nicht wieder rüber. Müssten wir hier auch nochmal irgendwie... Ja, es ist natürlich voll und der blockiert natürlich den, weil der auch nicht da auf das rüberkommt, ist klar. Das ist wirklich tricky. Kommen wir so auch nicht rüber. Ja, müssten... Ja, da müssen wir nochmal ran, aber das, wie gesagt, machen wir alles später. Für heute sind wir auf jeden Fall erstmal durch. Ich bedanke mich auf jeden Fall und ja, bald geht's weiter. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed von gaming.tv. Bye, bye.